Was ist besser zum Lockenstylen? Eine Creme oder ein Mousse? Ich habe mir zweimal mit der identischen Routine meine Locken gestylt. Einmal mit der Hair Defining Cream und einmal mit dem Curl Control Mousse, um herauszufinden, mit welchem Haarstyling-Produkt ich mir meine Locken besser stylen kann. By the way, beide Produkte verlinke ich euch selbstverständlich auch unten in der Infobox. Und ich zeige euch jetzt als allererstes mal, wie ich beim Styling vorgegangen bin und werde euch abschließend natürlich auch sagen, welches Produkt ich empfehlen kann, ob ich überhaupt eins empfehlen kann und welches möglicherweise auch besser war. Meine Vorherfrisuren sahen dabei wie folgt aus. Ich habe beide Mal meine Haare morgens gewaschen und habe dann im trockenen Zustand mit dem Styling losgelegt. Im ersten Step habe ich dann meine trockenen Haare erstmal angefeuchtet, denn lockige Haare trocknen sehr schnell aus. Alle da draußen, die Locken haben, die wissen, wovon ich spreche. Deshalb meine Haare im ersten Step als allererstes mal angefeuchtet. Im zweiten Step kam dann Haaröl dazu. Einfach ein, zwei Drops Haaröl in die Hände geben, schön in die Hände verreiben und dann logischerweise auch ins Haar einarbeiten. Und an dieser Stelle natürlich auch aus dem Grund, damit die Haare schön weich und geschmeidig werden und auch ordentlich mit Feuchtigkeit versorgt werden. Im dritten Schritt ging es dann weiter mit dem jeweiligen Produkt. Zum einen mit der Hair Defining Cream und zum anderen mit dem Curl Control Mousse. Ich habe das Produkt ordentlich in meine Hände verteilt und dann natürlich auch ordentlich in die Haare eingearbeitet. Und dabei habe ich schon ein bisschen darauf geachtet, dass ich meine Haare schon ein bisschen knete und auch an dieser Stelle schon anfange, meine Locken mit den Fingern herauszuarbeiten. Im vierten Step kam dann der Föhn dazu und zwar mit dem Diffuser obendrauf, habe dann auf der niedrigsten Wärmestufe und auch auf der niedrigsten Stärkestufe meine Haare in kreisenden Bewegungen mit dem Diffuser geföhnt. Im fünften und letzten Schritt habe ich dann nochmal ein wenig Produkt genommen, um einfach nochmal die Details herauszuarbeiten, um die Locken einfach nochmal genau so zu legen, wie ich sie haben möchte und einfach nochmal das Feintuning gemacht. Man könnte an dieser Stelle auch nochmal ein bisschen Haarspray verwenden, um die Locken zu fixieren. Das habe ich an dieser Stelle aber sein gelassen, um die Produkte besser vergleichen zu können. Und das waren dann jeweils die beiden Nachher-Frisuren. Einmal die Locken gestylt mit der Hair Defining Cream und zum anderen die Locken gestylt mit dem Curl Control Mousse. Und an dieser Stelle seid ihr jetzt schon mal dran. Und zwar schreibt mal bitte in die Kommentare rein, welches Nachher-Ergebnis euch an dieser Stelle besser gefällt. Kommen wir zum Fazit. Ich konnte mit beiden Produkten meine Locken sehr gut herausarbeiten. Das ist schon mal sehr, sehr positiv zu bewerten. Im direkten Vergleich hat aber die Creme ein wenig die Nase vorn. Warum? Das Mousse war einfach so ein bisschen klebrig. Und beim Feintuning hat mir das Mousse nicht ganz so gut gefallen wie die Creme. Bei der Creme konnte ich nämlich die Menge ganz genau perfekt portionieren und da hat das Nachstylen der Locken und die Details einfach etwas besser funktioniert, was ich beim Lockenstylen auch echt wichtig finde, denn es dauert einfach immer ein bisschen, bis man die Locken so gecurlt hat, wie man sie am Ende des Tages dann auch haben möchte. Und zudem hatte ich das Gefühl, dass das glänzende Finish bei der Creme einfach ein Stück weit länger gehalten hat als beim Mousse. Aber Leute, beide Produkte kann ich euch dennoch wärmstens zum Lockenstylen empfehlen. Auch wenn das eine Produkt jetzt ein bisschen die Nase vorn hat, bekommt man seine Locken mit beiden Produkten wirklich sehr gut gestylt. Und falls an dieser Stelle jemand einfällt, der vielleicht noch ein bisschen Nachhilfe braucht zum Thema Lockenstylen, dann teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch da draußen ein Stück weit mit meinen Videos weiterhelfen kann. Und auf diesem Wege viel Spaß beim Lockenstylen.